So, laut der Karte muss sich der Wald irgendwo hier befinden. Welcher zum Kartenstück 16 gehört? Oh, hier sind ein paar Medusen. Aber wenn wir 500 Schaden machen, dann bin ich sehr entspannt. Snake Ladies. So. Wir haben das noch nicht erkundet, das Gebiet, deswegen würde ich erstmal gerne alles durchgehen und danach gucken wir nach dem Schatz wie eh und je. Mann, ein Werwolf, Gehorsche. Alles fein. Wir nehmen dich mit. Heim. Blutrune. Machst du was? Okay. Solarangriff. Nehmen wir mit, aber Ignoranz einfach. 2750 pro geht eigentlich. So, hier ist ein gelbes Geheimnis. Das müsste der Weg sein, der jetzt das verbindet. Genau. Können wir hier oben noch um diesen Eiskrater einmal gehen. Wir haben hier noch ein paar Wege und ein paar Gegner. Auch ein gelbes Geheimnis. Grünes Geheimnis. Schneemann gibt uns leider. Ach, Sackgasse. Schade. So, mir ist natürlich auch bewusst, wenn ich jetzt nicht jedes Gebiet dann mache, wo weder ein Teleportationsstein noch eine Karte gesucht wird oder eine Karte uns hinführt oder wir einen speziellen Schrein dort finden oder aber spezielle Personen gesucht haben, ja, dann werden mir ein paar Geheimnisse am Ende fehlen. Ich werde nicht alle haben, aber ich denke, wir sind mit der Zahl aktuell schon ganz gut dabei. So, ist hier oben noch was? Ne, das ist der Ausgang. Ah, Sackgasse, verdammt. Ah, okay, sie hat sich selber auch eine manövriert. Hier hatten wir schon alle, weil hierher kamen wir, glaube ich. Oder? Nee, Moment. Nein, 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 wir waren weiter südlich gewesen. Höchstens kann das sein, dass es dahin führt, wo wir herkamen. Ah, schau an. Okay, gut, dann haben wir hier alles. Dann lasst uns mal schnell drauf gucken, wo es eine Grabungsstelle gibt für uns. Da, wo so ein Schneeding gerade so eine Treppe formt. Das habe ich durch die Umgebung mal schon angeschaut. Ah, okay, aber es ist recht eindeutig. Sollte nämlich hier sein. Dann leg mal los. So, und wir bekommen in die was auch immer. Was ist das denn? Das ist eine Waffe für jemanden. Also wenigstens daneben hätte in Klammern immer mal sowas stehen können wie Schnüppel. In dir irgendwas hier. Artefakt Stab. Warum? Regeneration bei Benutzung. Warum kann ich das nutzen? Plus 300 Int. Moment, das will ich jetzt mal ganz kurz wissen. Bei Benutzung, das heißt, man kann es wohl als normales Item auch, also außerhalb als Heil-Item nutzen. Da hätte man ja eine kostenlose Gesamtregeneration, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber ich würde davor speichern, weil im Zweifelsfall ist das einfach, das Ding ist zerstört. So ein bisschen was zum Fliegen wieder absaugen. Okay. Okay, wir speichern mal. So, wir nutzen mal dieses Indirior, wie auch immer das heißt. Ah,
Achso, jetzt hat natürlich keiner Schaden gekriegt, ne? Das ist aber schade. Okay. Sobald jemand Schaden kriegt, nur Gruppe, werde ich mal laden und das suchen. Wir haben jetzt noch zwei Karten im Angebot. Die Karte Nummer 20, wo führt die uns hin? Das sieht auf einer Insel aus. Ja, ich glaube sogar, ich weiß, was das ist. Gut, dann sehen wir uns dort gleich wieder. So, und das aussah wie ein Strandgebiet und dass es nur eine Insel gibt an der Stelle, müsste das hier sein. Aber wir können auch ganz schnell mal einen Dino besiegen, der hier kommt. Das sind nämlich jetzt die Standardgegner, die hier bei Stufe 99 um die rumlaufen, neben irgendwelchen dicken Drachen. Die sind aber gar nicht so übel, weil ich glaube, die haben einen Todeszauber, wenn ich es genau gesehen habe. Und es sind welche, die will man nicht immer treffen, deswegen habe ich keinen Bock, die Karten normal abzusuchen. Weil wir sonst ständig auf die treffen. 10.000 Erfahrung. Alter Schwede. So, hier ist das Gebiet. Was gibt's denn? Hier ist eine Truhe. Lebensank. Wir müssen irgendwie erstmal an den Strand kommen. Dann gucken wir uns mal an, was schön diese gewissen Myrmidonen können. Auf 400 Schaden stimmt mich glücklich. Ich wurde mal, da brauche ich 2 Treffer. Bis 3. Okay, 148 Schaden. Ich weiß nur nicht, ob dieser Spiegelzauber dann uns auch vor Heilung schützt. Was extrem blöd wäre, aber... Ich weiß nur, das Spiegelzauber, das war absolut der Nonplusultra-Zauber gewesen. Den würde ich ungern irgendwie... nicht nutzen wollen. Das heißt also, der sollte auf jeden Fall mit dem Zauberrepertoire sein, wenn ich schon so nicht sehr viele Zauber lerne. Weil ich einfach, vielleicht bin ich der Meinung, wir sollten mehr normal kämpfen. Oh, ein Einzelner. Da kann eigentlich Balmar gleich mal gucken, ob Fischblut auch geht. Ja. Wunderschön. Ich sehe schon, dass das hier... Ja. So ist ja auch irgendwas. Ja. Gelber Schatz, Statusrune. Ich hole mal ein kleines bisschen die Karte hoch, aber ich glaube fast, das ist schon das obere Ende. Dann können wir also sofort das suchen. Die Strandabschnitte sind meistens auch nicht lang, weil... Es ist ja immer nur Strand. Das ist ja immer ein bisschen Strand, bis es zur Klippe kommt. Und die Klippe ist meistens kurz. Das Vorgebiet. Deswegen sind die... Wir können höchstens noch breite sein, aber ich glaube, so richtig breites Strandgebiet haben wir auch nicht entdeckt. Okay. So, na gut. Dann. Wir gucken gleich mal nach. Was ist denn die 20? Achso, nee, wir haben Schaden gekriegt, oder? Ja, wir haben Schaden. Dann speichern wir mal ganz kurz. Und nutzen mal dieses komische Ding. Okay, es lässt sich nicht nutzen. Hätte ja sein können. Also es weiß nicht, ob das vielleicht ein Fehler ist. Naja, egal. Karte 20. Wo müssen wir denn hin? Strandabschnitt mit Baum und schräg. Das kann nur weiter südlich sein. Ah, oh, geht weg. Oh. Na gut, dann haben wir jetzt den Strand für uns. Ah, okay. Erstschlag, perfekt. Und weg ist er. Wunderschön. So. Also, okay, das muss also hier... Ja, das kann nur... wo bleib ich immer hängen? Hier sein. So, jetzt war die Preisfrage nur, wo genau. Das war irgendwie mittig gewesen. Ich will jetzt nicht an jeder Stelle nochmal rumgehen. Da drunter. Da. So, und drinnen ist... Schilder hast, Ruhende Verdammnis. Oh.
Wunderschön, damit müssten wir jetzt die Waffe schon weiter ausgebaut haben. Ich weiß gar nicht, wie viele noch fehlen. Mit dieser Rune wird es. Ja, natürlich. Dann gucken wir gleich mal nach. Nummer 1. Die Verdammnisklinge 6 hat jetzt schon 130 Angriff. Ist also nur noch. Moment. Ist also nur noch 90 Schaden entfernt. Und wir haben ein Schild. Schilder hast plus 50 geschickt, 120 Abwehr ausweichen. Ja, die Abwehr ist schon deutlich niedriger. Ändert jetzt nichts an meinen eigentlichen Abwehrwert. Warum kriege ich Intelligenz minus? Hat Karanschütz irgendwie Intelligenz plus? Das ist gar nicht aufgeführt, fällt mir gerade auf. Mann, das ist Intelligenz um 100 weniger. Bei ihm so, ja. Das Karanschild hat 100. Okay. Gut. Dann gucken wir nochmal nach, wo geht's als nächstes hin? Und zwar die Karte 28. Das ist hier gerade in der Nähe. Das sieht. Boah, Waldabschnitt könnte das sein. Wald- oder schrägstrich Wiesenabschnitt. Na gut, werden wir uns gleich hinbegeben. Bis gleich. So, hier müsste jetzt ein Gebiet sein, Wald- oder Wiesenabschnitt, habe ich ja schon gesagt. Mit der 28. Moment, was ist denn das jetzt? Ist das männlich oben und ist das weiblich oben? Oh. Ich sehe vor allem, die sind ganz schön stark. Wir haben Schutz vor Stein. Also zumindest Asgar und. Okay, die Gegner halten einiges aus. Vielleicht sollte ich doch mal verstumm machen, sicherheitshalber, bevor die irgendwas Bösartiges machen, weil ich weiß nicht, wie es gleich mit unserem Werwolf machen, ob der danach gleich weg ist, wenn es schief geht. Also wenn er versteinert ist, zumindest wenn wir das nicht irgendwie aufhalten können. Ich will die ungern sofort verlieren. Wildes Beißen, das passt überhaupt nicht zum Charaktermodell irgendwie. Also die Spinnen, die Schlangen beißen. Ich hätte eher gedacht, hier irgendwie Blick zum Versteiner oder irgendwas so Gift werfen. 6000 pro. Nee. Ja, warte mal. 4000 irgendwas um die Dreher. Okay. Ja, also bei denen sollte ich vorsichtig sein. So, hier oben ist schon Ende Gelände. Garantiert ist das doch was, wo nochmal ein Werwolf rumgeistert. Ich habe echt gedacht, die sind seltener. Ich glaube, in diesem Spieldurchlauf habe ich so viel Werwölfe entdeckt, wie hier keinem anderen, den ich bisher hatte. Ich habe mindestens 2-3 Mal das Spiel schon durchgespielt gehabt. Habe ich dabei so schlecht gesucht oder ist irgendwie nachgepatcht worden? Wo ist meine Erinnerung einfach falsch? Kann auch sein. Kann man hier linker Hand da noch weitergehen? So, hier haben wir also ein bisschen felsiges Gebiet. Okay, zumindest immer nur 2 in dem Fall mal. Mit einem Crit. Ja. Oder Schuss vor Stein automatisch Intelligenz plus 100. Kann das sein, dass Intelligenz abhängig ist? Die Resistenz vor irgendwelchen Zuständen? Klingt jetzt nicht nach dem dümmsten Prinzip. Hier ist auf jeden Fall ein kleines Waldgebiet noch. Das lohnt sich bestimmt nochmal zu erkunden. Wenn man überhaupt hin kann. Ich glaube, da verlässt man die Karte, wenn man hier runter geht. So, guck an, hier ist er noch. Hallo, Volfi. Gehorsche. Los ist fein. So. Also manchmal ist ja nur so ein graues Boden-Emblem, die Anzeige für Kartenübergang. Manchmal ist es aber auch einfach nur Karte am Rand verlassen. Das kann alles möglich sein. So, wir gehen nochmal hier mittig runter. Ja, okay, das ist relativ klein. So, dann lasst uns gleich mal die Karte aufmachen. Monster, wartet mal ganz kurz. Wir brauchen eine Karte. Okay, was können wir denn daraus ziehen? Wo Felsen sind, linker Hand, bei einem Busch genau darunter. So würde ich das deuten. So, Felsen waren an der Stelle. Dann gibt es nach oben noch ein bisschen. Ach, guck mal, da ist noch ein Schatz, den habe ich schon ganz übersehen. Schande auf mein Haupt.
Asche auf mein Haupt, meine ich natürlich. Schande auf mein Haupt, so nicht schlecht. Ah. Okay, da ist mal wieder die Karte irgendwie. Ein bisschen löcherig. Und wir bekommen Schattenrune und Eisrune und Lichtrune und Mantel des Vampirs. Damit würde ich auf jeden Fall noch einen ausrüsten. Weil 70% vor allen negativen Zuständen. Klar ist das jetzt nicht Schutz vor einer Zauberklasse irgendwie, aber speziell, das ist schon ganz mächtig. Würde ich gern nehmen. Gut, damit haben wir jetzt das gemacht. Um ehrlich zu sein, bevor ich jetzt gehe, wir haben jetzt alle Karten gemacht, was gerade ist. Bevor ich jetzt zur Burg Yola gehe, was ja wirklich der härteste Dungeon aktuell ist, bis auf den Enddungeon, wenn er irgendwann mal kommt, würde ich mal kurz nachschauen, ob ich das Rezept irgendwo jetzt holen könnte. Ob ich es einfach übersehen habe. Und würde mich dann am Runen-Zentator, wie der heißt, melden und mal gucken, ob wir das jetzt herstellen können und wie es aussieht. Bis gleich. So, und dann willkommen zurück. Ich habe nachgeschaut und siehe da, mein Gedächtnis war einfach falsch. Es gibt kein Rezept für Spiegelaura. Das muss man selber rausfinden. So, und da ich das nicht möchte und ich finde, dass es ein extrem wichtiges Rezept ist, werden wir es uns selber herstellen. Ich brauche 3x Blut. Ich brauche 2x Status. Ich brauche 1x Licht. Ich brauche 1x Schatten. Ich brauche 1x Eis und 1x Feuer. Das müsste Spiegelaura sein. Also in dem Guide steht, das ist, was ich finden kann. Ich hatte Erinnerung gehabt, dass ich es irgendwie gefunden hatte, aber vielleicht habe ich es einfach nur im Internet gefunden damals. Oder beziehungsweise auf irgendwelchen Lösungsbüchern, weil Internet hatte ich damals noch nicht. So, und Spiegelaura kriegt natürlich sofort Elaine. Wir gucken uns das Ding mal an. Das macht nämlich, schützt die Gruppe vor Zaubern. Und im Sinne von schützt nicht nur die Gruppe, dass die die abkriegen, sondern die werden teilweise zurückgezaubert. Und das ist unheimlich mächtig. So. Jetzt wäre die Preisfrage, was bauen wir denn noch? Bauen wir jetzt noch irgendeinen Angriffszauber, dass wir irgendwie ein bisschen stärker sind. Wir bräuchten noch einen Heilzauber. Da würde ich mal vorschlagen, wir machen uns mal eine Blutrune. Wir gucken mal, was sind denn jetzt die stärksten Zauber, wenn wir jeweils 10x irgendwie eine Rune reinwerfen. Also die einfachsten Zauber sozusagen. Damit machen wir es jetzt ganz schön leer, ich weiß, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. So. Also. Wir machen 10 solche Blutruhen. Das müsste also ein Heilzauber werden, theoretisch. Regeneration 4. So, was macht er genau? Wer kann es erlernen? Oscar Lane, natürlich Lane. Die ist unsere Zauberin in dem Sinne. Regeneration und Heilung eines Gruppenmitglieds. Also kriegt Regeneration ab und heilt. Aber was für ein Wert? Okay. Nehme ich erstmal hin. 280 ist ganz schön viel, aber gut. Dann. Wir wollen einen starken Lichtzauber haben. Gucken wir mal, was bei 10x Lichtrune rauskommt. Also es gibt noch Gaufen Rezepte. Also
Es gibt, ich weiß, es gibt einen Ordner für das Spiel, da kann man die ganzen Rezepte nachschauen, aber das finde ich halt jetzt auch nicht so. Das prallt sich klar, ich gucke mir das jetzt auch nach, aber theoretisch erwarte ich, dass man schon ein paar findet und irgendwie ein paar Hinweise kriegt, aber so komplett die ganze Zeit rum experimentieren, bin ich ein bisschen dagegen. Gerade mit 6 Runen auf 10 Plätzen, um Himmels Willen. So, was ist denn Zorn der Götter? Trifft alle. Wow, 750. Aber die Blutkosten sind auch. Eieiei, dann wollen wir mal gucken, gibt es noch einen Eiszauber? Ich wäre noch zwei Feuerzauber auch gut, dann hat jeder zumindest einen starken Angriffszauber, hoffe ich. Arktische Kälte und dann macht man noch hier 10-mal Feuer. Nicht genug Seelen. Was steht da? Vorhanden 2, okay. Moment, das kriegen wir schnell hin. Wir haben ja dafür die ganzen Seelenteile aufgehoben. Großer. Können wir doch bitte mehrere nehmen. Oder zumindest die Schnellauswahl legen, wie bei Dark Souls und dann so kloppeln. So. Ich wollte jetzt 10-mal Feuer machen, genau. Also das System ist trotzdem ganz cool gemacht. Keine Frage, aber es hätten auch 8 Plätze genügt. So, und wir bekommen Apokalypse. Okay, das heißt, wir haben einen starken Zauber für Asgore. Und wir haben einen starken Zauber für Elaine. So, was haben wir hier? Grundschaden 800. Alle Gegner. Und hier haben wir arktische Kälte. Nee, doch ein Gegner. Hui, 1300. Okay, das ist ordentlich. So, jetzt wäre die Preisfrage, sollten wir noch irgendwas herstellen? Ich glaube, das sollte doch eigentlich genügen. Ich bin der Meinung, damit sind wir ganz gut ausgestattet. Lane wird am Anfang immer initiieren. Ab sofort mit Spiegelaura. Ein Schwächenzauber wäre noch gut, aber ich weiß gar nicht, was es da gibt. Schwächen. Moment, dann speichern wir mal. Also ist ja Status, nehme ich an. Das heißt, wir machen nochmal großes Seelenstein. So. Und wir gehen mal auf Status 9. Vielleicht ist das ja darüber zu erstellen. So, was haben wir da? Schwäche. Trifft alle Gegner. Schwäche. Perfekt, das wollten wir doch. Würde ich fast nochmal Blut 9 probieren, ob es dadurch noch irgendeinen Zauber gibt, der uns die Möglichkeit ergibt, irgendwie noch eine andere Heilung zu haben, weil ich bin bei Regeneration irgendwie hier gerade sehr unsicher. Dazu muss ich jetzt aber erstmal ein paar Blutruhen herstellen. Und zwar 9 Stück, weil wir gar keine mehr haben. Das mache ich mal ganz kurz nebenbei und dann melde ich mich, sobald wir da dran sind. So, ich habe jetzt 9 Blutruhen hergestellt. Das heißt, wir hauen jetzt mal die 9 rein. Und schauen mal, was da für ein Zauber rauskommt. Irgendwie noch ein besserer Heilungszauber ist. Starke Heilung.
Okay, was ist das? Mehrere Leute. Ein Gruppenmitglied, Grundheilung 1000. Okay, also haben wir jetzt einen Heilzauber, der 1000 heilt. Wir haben was mit Regeneration. Sie kann Spiegelaura machen. Und sie kann Schwäche zaubern. Das ist natürlich, sie ist demzufolge absolut die, die das meiste Blut braucht. Und wenn sie weg ist, sind wir wirklich, wirklich am Arsch. Die Frau haben wir noch einen zweiten mit den Zaubern ausstatten. Ich würde es mal abwarten. Aber ich glaube, das ist jetzt auch mal der Punkt, wo wir die Angst nutzen. Da kriegt sie nämlich alle, weil sie das meiste Blut braucht. Und ansonsten die Lebenangst werden halbiert hier. Ich kann so den Werwolf aus verbessern, sehe ich gerade. So, Asker kriegt nichts ab, der verdient nichts. So. Cool. Damit sind wir doch eigentlich generell ganz gut gerüstet. Für Burg Jola. Was dann die 9. Burg sein wird und demzufolge auch das 9. Stück der Tafeln. Und dann werden wir ja mal sehen, was so Großes passiert. Also, bis demnächst.